Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 21. September. Heute haben wir dabei Amazons Alexa, Alexa, noch mehr Alexa und noch mehr Alexa und Adobe und Instagram. Ja, es war der große Amazon Hardware-Event und es wurden ja neue Hardware-Produkte mit der Alexa vorgestellt. Die ist praktisch jetzt überall drin. Ich gebe euch mal eine kurze Übersicht. Dabei haben wir einen neuen Echo Dot. Der ist ein bisschen geschmeidiger designt und soll ein bisschen lauter sein. Dann Echo Auto. Der ist wirklich fürs Auto gedacht. Kommt aufs Armaturenbrett und dann hat man da auch seine Alexa. Wie gestern schon vermutet, den Echo Sub. Ein neues Fire TV, einen neuen Echo Show, das ist der mit dem Bildschirm, der war ja bislang so mehr oder weniger gar nicht designt. Der ist jetzt ein bisschen angenehmer zum Anschauen. Eine neue Ring Seal Sicherheitskamera, einen Echo Input ohne Lautsprecher, also damit bedient man den Echo entsprechend nur. Und, es ist kein Scherz, eine Mikrowelle mit Alexa. Ja, unglaublich. Aber es geht weiter. Es gibt auch einen neuen Echo Plus. Es gibt eine Alexa Wanduhr. Und auch, wie gestern schon vermutet, den Echo Smart Plug. Der kostet übrigens $25. Also nicht wie gestern diese Irrsinnsumme, die da erst durchs Netz ging. Dann noch ein Echo Link. Damit verbindet man sein Echo eben mit einer Anlage und alles. Und ja. Das war die Übersicht dazu. Des Weiteren wurde bekannt gegeben, dass Amazon jetzt die Alexa auch mit einem SDK versehen hat und entsprechend können Hersteller die einbauen. Und das macht jetzt zum Beispiel Sony bei seinen Smart TVs und Lenovo bei ihrem Tablet der Smart Tab-Reihe. Und damit wollen wir es auch mal mit Amazon besein lassen und gehen zum nächsten Thema. Adobe, die haben für 4,75 Milliarden US-Dollar jetzt Marketo gekauft. Marketo werden viele nicht kennen. Das ist eine Marketing-Automatisierungsfirma, um es mal so zu sagen. Das geht durchaus in den Bereich ja, B2B und B2C, Automatisierung. Passt wohl gut ins Portfolio. So richtig ja, hundertprozentig durchdringen kann ich da auch nicht. Aber Adobe ist ja mittlerweile auch mehr als einfach nur hier die Grafikprogramme. Und die letzte Neuigkeit für heute sind ganz viele Änderungen, die eventuell bei Instagram kommen. Denn im Code wurden diverse Sachen entdeckt. Unter anderem werden die Hashtags wohl separat behandelt. Sprich, wie wenn man Personen markiert oder einen Ort anwendet. So bekommen die Hashtags ihren eigenen Bereich. Und sollen sowohl die Beschriftung der Bilder so dann eben nicht mehr verstopfen, um es mal so zu sagen. Dann wurde entdeckt, dass man eventuell ja, Bilder und Fotos, die man postet, mit einem Geofence versehen kann und also sagen kann, das Bild soll nur in Deutschland angezeigt werden oder nur in Australien. Also ihr wisst, was ich meine. Dann kann man andere Leute seine Stories als Sticker verwenden in der eigenen Geschichte. Auch ein neues Feature. Für die Stories gibt es dann auch einen neuen Quiz-Sticker. Also entsprechend kann man da ja, eine Frage stellen, drei Antwortauswahlmöglichkeiten geben beispielsweise. Und dann können die Leute interaktiv damit spielen. Dann werden Leute in der Lage sein, in Videos markiert zu werden. Und zu guter Letzt endlich gibt es GIFs auch in Direktnachrichten. Ja, das war da der Rundumschlag in Sachen Instagram. Und das war es dann auch für heute, für Freitag, für diese Woche. Ihr habt es vielleicht gemerkt, meine Stimme ist weg. Ich muss die Aufnahme auch mehrmals neu aufnehmen, weil ich mich ansonsten tothuste. Ich weiß nicht warum, ich hatte einen Vortrag, da ging alles und danach fing es an. Von daher machen wir es kurz. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Ab Montag ist der Martin für euch da. Hört mehr Geek Talk.